Ich sitze hier heute mit Lars Eidinger, der eine kleine Rolle spielt in dem neuen Film von Olivier Assayas, Personal Shopper. Ja. Über deine Rolle können wir eigentlich gar nicht so viel sagen, ohne zu viel zu verraten. Oder was können wir sagen? Ja, das stimmt. Ja, man muss da vorsichtig sein. Also gut, toll war für mich, dass es eine lange Spielszene ist. Es ist zwar eine kleine Rolle, aber ich habe eine Szene, die ist fast so, glaube ich, Stoppzeit 10, 15 Minuten. So, reiner Dialog mit Kristen Stewart. Und die Figur taucht dann auch ziemlich spät im Film erst wieder auf. Das heißt, die Aufgabe war, eine Szene zu schaffen, die ja, nachhalt, ja, oder die wie so ein Echo hat, was dann Bestand hat bis zum Ende des Films. Und das macht mir natürlich total Spaß, weil ich dann aufgefordert war, was zu spielen, was nicht sofort vordergründig greifbar ist, ja, wo man sagt, aha, das ist so ein Typ, das oder das will der, sondern eher im Gegenteil. Man weiß gar nicht so richtig, wer ist das, was will der. Und das ist als Schauspieler immer toll, weil man dann nicht so einer vordergründigen, oberflächlichen Logik folgen muss. Ja, im Sinne von, diese Szene muss das und das inhaltlich transportieren, sondern eher im Gegenteil Verwirrung stiften. Ja, und das heißt, ich kann da Sachen spielen, die für mich zwar klar sind, aber sich für den Zuschauer und auch für das Gegenüber nicht sofort erschließen. Hm. Du hast jetzt schon zum zweiten Mal sowohl mit Olivier Assayas als auch mit Kristen Stewart gedreht. Wie war das? Ja, ich war total froh, dass der Olivier mich nochmal gefragt hat, weil man sieht ja an seinen Besetzungen, dass er eigentlich jeden Schauspieler haben kann, ja, weil er tolle Bücher schreibt, weil er großartige Filme macht und dass er dann sagt, so den Lars Eidinger aus Clouds of Sils Maria, den frage ich nochmal für Personal Shopper, das hat mich total gefreut. Also, weil könnte ja auch sein, dass man denkt, so den hast du ja jetzt schon gehabt oder was soll denn der jetzt so groß anders spielen in deinem neuen Film, nimm doch irgendeinen anderen. Und dass er mir die Möglichkeit gibt, zu zeigen, dass man eine andere Figur spielen kann. Also ich finde, der Klaus Diesterweg und der Ingo ist übrigens ein furchtbarer Name, das weiß Olivier Assayas wahrscheinlich nicht, aber der Ingo in dem neuen Film, in dem Personal Shopper, die haben ja nichts miteinander zu tun. Und mir hat es natürlich Spaß gemacht, da auch so eine Unterschiedlichkeit in der Darstellung zeigen zu können und ein Facettenreichtum als Schauspieler, ohne jetzt auf vordergründige Veränderungen wie ich spiele zwar mit Schnurrbart oder mit Perücke, sondern es ist ja eigentlich nur die Art, wie ich rede und wie ich spiele, die sich unterscheidet. Und ich finde schon, dass es gelungen ist, also dass diese beiden Figuren eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Mhm, genau. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen deutschen und internationalen Produktionen? Vielleicht im Ablauf oder... Ja, so erstmal, wenn man da so ankommt und der Trailerpark und so, das ist immer ein bisschen imposanter, ja. Aber ansonsten, klar, so eine Kristen Stewart, die hat dann so ihre Entourage dabei, ja, und die kümmern sich um sie und die ist dann abgeschottet und da muss man natürlich viel mehr aufpassen, auch vor Paparazzi und so. Habe ich, allein deswegen steht es natürlich so ein bisschen, ja, unter einem anderen Stern, so, ja, dass man, aber sonst, das Besondere an Olivier Assayas ist ja, und das fand ich wieder mal beeindruckend jetzt auch bei Personal Shopper, dass es ein Regisseur ist, der sich sehr zurücknimmt, ja, ich glaube, den Fehler, den viele Künstler machen, oder was heißt Fehler, ich habe gemerkt, es schränkt mich ein als Schauspieler, wenn der Regisseur zu viel vermittelt, auch ja, zwischen den Spielern, und zu viel Einfluss nimmt auf das, was zwischen denen passiert. Und der Olivier Assayas ist, glaube ich, schlau genug und hat die Größe zu sagen, ich trete da eher einen Schritt zurück und bin der erste Zuschauer und schaue mir an, was passiert denn, wenn eine Kristen Stewart auf einen Lars Eidinger trifft. Und das ist ja klar, dass es erstmal reizvoll ist, weil da prallen ja letztendlich auch, was die Schauspieler angeht, zwei Welten aufeinander. Mhm. Ja, also mein Leben hat, glaube ich, mit dem von Kristen Stewart rein gar nichts zu tun. Ja, und ich glaube, das ist interessant für den. Auch was ich als Schauspieler repräsentiere, dass ich eigentlich vom Theater komme, eine Kristen Stewart, die
seit sie ein kleines Mädchen ist, Filme macht. Die war ja schon in Panic Room mit Jodie Foster und so. Und das ist natürlich erstmal, würde man sagen, das reicht, ja, zu gucken, was passiert da, wenn die beiden miteinander spielen. Mhm. Sprechen wir über andere Projekte. Du bist unter anderem auch in der neuen TV-Serie Babylon Berlin dabei. Mhm. Worum geht's da überhaupt? Was ist das? Ja, das ist eigentlich ein Krimi, eine Kriminalgeschichte, die aber in den 20er Jahren in Berlin spielt. Was natürlich irre ist, so vom Vorhaben, weil das Berlin der 20er Jahre ist zerstört komplett. Ja. Das heißt, die haben in Babelsberg, auch mit der Unterstützung, finanziellen Unterstützung Babelsbergs, eine riesige Stadt aufgebaut. Ja. Und das hat mich total beeindruckt, also allein von vom Aufwand und auch wie toll das geworden ist. Und wir haben da teilweise Szenen an einem Tisch vor einem Straßencafé gespielt und im Hintergrund sind da 20 Oldtimer und 150 kostümierte Statisten langgelaufen. Das beeindruckt mich schon. Also das sind dann schon so amerikanische Maßstäbe, habe ich das Gefühl. Ja, also aber auch wahnsinnig geschmackssicher und es ist so hochkarätig besetzt. Es sind so tolle Kollegen, mit denen ich da zu tun hatte. Und es sind tolle Texte. Ich spiele eine interessante Figur. Ich spiele den großindustriellen Sohn Nüssen. Und der ist wirklich eine sehr widersprüchliche, tolle Figur. Und ich habe zum ersten Mal mit Tom Tykwer gearbeitet, den kannte ich bisher noch nicht. Darum war ich wahnsinnig froh, den kennenzulernen und es war auch toll, die Arbeit bisher. Henrik Handlüchten, mit dem habe ich schon mal gedreht und Achim von Boris, mit dem werde ich noch drehen. So, aber ja, es ist vom Vorhaben und von dem, was ich bisher gesehen habe, ein Wahnsinnsprojekt. Und dann kommt ja noch kurz vor Personal Shopper noch ein Film mit dir ins Kino. Ich glaube, Die Blumen von gestern oder so ähnlich. Hm. Der wurde mir gerade ans Herz gelegt, draußen vor der Tür, dass der ganz toll sein soll. Es kam auch gerade jemand zu mir und meinte, boah, der Film, das ist ja der absolute Wahnsinn und vielen Dank dafür und es ist ja jetzt schon der Anwärter auf den Deutschen Filmpreis. Und so, ehrlich gesagt, für mich ist der Deutsche Filmpreis sowieso schon gelaufen, weil wahrscheinlich Toni Erdmann alle Preise gewinnt, zu Recht. Mhm. Aber mich hat es nur gefreut, weil der Film hat es bisher nicht leicht. Mhm. So in dem, was da so an Feedback zurückkam. Und das Thema ist sehr schwierig. Es geht um zwei Holocaust-Forscher. Mir hängt dieses Projekt wahnsinnig am Herzen, weil es ist eigentlich genau mein Thema. Ich arbeite mich immer in gewisser Weise daran ab, was hat der Zweite Weltkrieg und der Faschismus mit uns gemacht und inwieweit beeinflusst es auch noch meine Generation und inwieweit arbeite ich mich bis heute an dem Thema ab und wie sehr hat mich das charakterlich und psychisch geprägt und wahrscheinlich mehr, als wir alle vermuten. Und mich stört auch oft die Art, wie dieses Thema aufgearbeitet wird, gerade im Fernsehbereich. Und ich finde, da wird es, was die Beträge angeht, sehr oft unterlaufen. Das ist eine große Gefahr, weil man da immer in der Verantwortung steht, auch deutsche Geschichte zu erzählen. Und weil es sehr viele Fernsehzuschauer gibt, da nehme ich mich auch nicht aus, die teilweise nicht abstrahieren können, dass das vielleicht nicht zwangsläufig so gewesen sein muss, nur weil es im Fernsehen gezeigt wird. Das heißt, man muss sich, glaube ich, bewusst sein, dass wenn man den Schritt geht und sowas darstellt, dass es auch den Anspruch erheben muss auf eine gewisse Authentizität. Mhm. Ja. Und da habe ich mich natürlich bei dem Film in gewisser Weise auf der sicheren Seite gewählt, weil es gibt da keine Rückblenden, sondern es handelt tatsächlich von meiner Generation. Genau. Inwieweit betrifft uns dieses Thema und was macht es mit uns als Menschen und inwieweit hat meine ganze charakterliche und persönliche Ausprägung mit der jüngsten deutschen Geschichte zu tun. Das klingt wirklich spannend. Jetzt bin ich jetzt recht gespannt auf den Film. Ja, und ich habe da eine ganz großartige Schauspielerin kennengelernt, Adèle Haenel, unabhängig davon, dass es für mich ein großes Glück war, mit Chris Kraus zusammenzudrehen, den ich wirklich über alles liebe. Mhm.
mittlerweile, also nach der Begegnung, den ich für einen großen Künstler und einen fantastischen Menschen halte, aber Adele Enels war einfach wie, man hat es ja manchmal, dass man so Schauspieler trifft, auf, das ist dann wie eine Liebesbeziehung auf einer künstlerischen Ebene, dass man merkt, in dem Moment, wo man zusammen spielt und sich da begegnet, löst sich so viel ein von dem, was man immer an Sehnsucht in sich hat und plötzlich ist alles möglich. So. Und das war mit mir und Adele so. Und das ist natürlich ein großes Glück, auch dass man das einfängt mit so einem Film und dass das auch anwesend ist. Und ich habe den Film schon gesehen und man kriegt eine Ahnung davon. Kann ja auch sein, man sieht nachher den fertigen Film und denkt so, Mist, davon ist irgendwie nichts übrig geblieben. So. Aber ja, ich freue mich total auf den. Du hast eben gerade schon Toni Erdmann angesprochen. Ich habe das Gefühl, dass das deutsche Kino sich in letzter Zeit endlich wieder mal mehr traut. Eben Toni Erdmann oder 24 Wochen zum Beispiel. Wie sind deine Erfahrungen? Nimmst du das auch so wahr, oder? Ja, ach, es ist schwer zu beantworten, weil ich reihe mich jetzt nicht in die Leute ein, die den deutschen Film verteufeln oder sagen, da muss was passieren. Oder ich finde, es gibt immer schon wahnsinnig tolle deutsche Regisseure. Das, wahrscheinlich muss man eher was am Publikumsverhalten ändern, weil manchmal wundere ich mich, dass tolle Filme laufen und keiner reingeht. So. Ich glaube, da muss sich eher der Konsument mal hinterfragen. Und es, ich finde nicht, dass es immer nur an dem Angebot liegt. Also gut, ich muss erzählen oder gestehen, ich bin gerade von Peking nach Deutschland geflogen und da war so ein furchtbar schlechtes Angebot, was die Kinofilme anging. Und dann musste ich mir irgendwann diese ganzen deutschen Filme angucken, die so in den letzten Jahren oder Monaten liefen. Und es waren dann doch eher so die Kassenknüller. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es einfach nicht ausgehalten. Ich wollte ja. Also es ist ja nicht so, dass ich diese Filme per se ablehne oder die Macher. Sondern ich dachte so, es interessiert mich jetzt mal, was sind denn die Filme, die jetzt so 1,4 bis 2 Millionen Zuschauer ziehen, ja? Und länger als 20 Minuten konnte ich es mir nicht angucken, weil es tatsächlich auch einfach nicht gut gemacht war. Es war halt weder lustig noch irgendwie entertaining. Es geht ja gar nicht um einen höheren Anspruch, dem müssen die ja gar nicht genügen, aber es war einfach stinklangweilig, schlecht gespielt und das hat mich schon gewundert. Und das liegt ja, die können ja machen, was sie wollen. Ich wundere mich ja nur über die vielen Leute, die da reingehen. Das tue ich auch, ne? Also, gesagt. Aber sonst, es gibt so viele tolle deutsche Regisseure, mit denen ich auch gerne arbeiten würde. Ja, ich finde den deutschen Film tatsächlich sehr gesund. Du bist ja sowohl im Theater als auch im Film zu Hause. Wahrscheinlich wird dir die Frage immer wieder gestellt, was du lieber magst. Oder ist das so wie die Frage nach, welches deiner zwei Kinder magst du am liebsten? Ja, zum Glück habe ich nur eine Tochter. Naja, aber ich finde auch die Frage legitim, welches deiner Kinder magst du am liebsten? Also ich glaube, die kann man auch tatsächlich beantworten. Es ist nur wie so ein Tabu. Also, ja, was weiß ich. Ich glaube, ich spiele lieber Theater als Filme. Ich kann es auch besser. Ich mache es auch schon viel länger. Und ich habe dann Grad und ein Maß an Virtuosität erlangt. Da bin ich halt beim Film noch nicht. Da bin ich viel unsicherer. Das ist aber auch wiederum ein Reiz, ja, dass ich merke, das ist für mich einfach immer noch, jetzt auch nach 10 Jahren, die ich jetzt Filme mache, immer noch so ein Neuland. Ja. Und trotzdem genieße ich es eigentlich am meisten, dass ich beides machen kann. Ja, und ich habe immer wieder das Gefühl, dass meine Art auf der Bühne zu spielen extrem von meinen Erfahrungen beim Film profitiert und umgekehrt. Ja, und das ist eher was, wo ich glaube ich froh sein kann. Ich meine, welcher Schauspieler würde nicht gerne sowohl Theater als auch Film machen? Ja, ich glaube, es gibt da wenige, die sagen, nee, ich bin glücklich im Theater, ich will keine Filme drehen, habe ich zumindest noch keinen kennengelernt. So, das ist dann manchmal eher so ein Mangel an Gelegenheit. Bekommt man, wenn wir zurück zum Film gehen, beim Dreh eigentlich schon so einen Eindruck, wie der fertige Film aussehen wird? Oder ist das jedes Mal Überraschung, das fertige Werk dann zu sehen? Ja, ist jedes Mal eine Überraschung. Also
bei mir ist es so, ich bin ein wahnsinnig kontrollierter, bewusster Schauspieler und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt komplett überrascht bin, wenn ich mich da sehe, wie ich spiele, sondern ich weiß eigentlich schon beim Machen sehr genau um meine Wirkung. Ja? Aber was den ganzen Film angeht, klar, das hat man gar nicht im Griff und da ist man immer wieder überrascht. Ehrlich gesagt bin ich in den letzten Jahren immer positiv überrascht gewesen, also auch was dann letztendlich im Schnitt noch alles möglich ist und welche. Und ich bin immer, also fast ausschließlich konform und einig mit den Entscheidungen, die der Regisseur oder der Editor da trifft. Ja. Aber es ist schon auch eine große Unbekannte, ja, dass man stellt da Material zur Verfügung und dann wird daraus ein Film geschnitten. Und letztendlich habe ich als Schauspieler immer einen Ehrgeiz oder einen Anspruch, einen ganzen Take perfekt zu absolvieren. Nur das zählt gar nicht. Da pickt sich dann der Regisseur am Ende Momente raus und dann wird es gegengeschnitten. Und das entspannt einen auch so ein bisschen, ne? Dass man dann so merkt, das muss jetzt gar nicht in einem Close-up über eine Spielzeit von 10, 15 Minuten tragen oder funktionieren. Reicht, wenn ich in der Zeit ein paar gute Momente habe. Sehr schön. Vielen Dank für das Interview. Ja, gerne.